So, Mofte, das mit der Kaffeemaschine stimmt. Ist kein Joke. Die Kaffeemaschine ist schon drin. Und vor allen Dingen so schnell. Holy shit. Aber da kommen die Updates auch im Minutentakt gefühlt. So, was mache ich jetzt? So. Du, du, du. Du, du, du. So, mal kurz gucken. Wie sieht's denn hier aus? Ach so, hier ist nur das Zeug drin, ne? Oh. 4 Eisen. Das ist echte Frauenarbeit. So läuft das hier bei uns im Dorf. Die Girls legen wieder los. Okay, Amos, Eisenwerkzeuge mal kurz hier, ne? 2 Schurschälen mach ich mal ganz kurz. The Schurschäl Redemption machen wir gerade. Du hast 2 Schmieden. Wow, Damokles, danke, dass du es offensichtlich nochmal in Worte fasst. Das war, vielen Dank. Das hätte ich sonst gar nicht gewusst. Krass! Du hast 2 Augen! Wow, das, ja, das, so. Du hast viele Häuser! Das ist ein Baum! Der Himmel ist blau! So. Erde ist schmutzig! Ist, man lernt nie aus! Lotz den Weibern nicht so auf den Arsch? Hä? Hab ich nicht mal gemacht? Also wäre mir nicht aufgefallen. So. So. Schurscheren sind drin. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Haben wir bei Schafen irgendwas eingestellt? Nee, ne? Ich weiß noch gar nicht. Du hast mehrere Wege in ein Dorf. Musik ist schön gerade. So. Der Pferd. Leonard Nimoy. Milch? Ich will keine Milch. Wie ist denn Milch 100? Hä? Ich wollte nie Milch. Ich will Wolle. Im Schweinestall, was haben wir da? Nur Dung. Okay. Hühnerstall haben wir Federn eingestellt, ne? Feder. 100% sehr gut. Die Sonne ist warm. So, war Milch nicht sehr gut zum Selbsternähren? Ja, wir haben so viel Fleisch hier einfach. Und ich esse Suppen. Ich esse dicke Duppen. Was mit der Musik? Ich kann jetzt nicht rüber wechseln, weil ich gerade mit der Maus nicht auf dem Streaming-Rechner komme. Ich kann die Musik nicht wechseln gerade. Ärgerlich. Na, wir warten das mal ab. Scharfscheren haben wir auch. Die Frage ist, wie viele Federn haben wir jetzt bekommen? Oh, ist so schön im Frühling. Will rumlaufen. So. Dünger, Holz und Schade, Lehmbewurf. Haben wir schon Wolle 34, okay.
jetzt gucken. Manni. Adelina. Adelina. Gib mir Geld. Ich habe Federn für dich. Ja, gut. Das ist nicht so viel, wie ich hoffte. Adelina, gib mir mehr Geld, bitte. Das scheint nicht genug. Der Flachs war teurer. Sie hat nur 818. Ja, ja, aber trotzdem. Ich hau die Hälfte weg für... Das lohnt sich nicht, oder? Das nächste Mal die Samen. Das nächste Mal verkaufe ich wieder meine Samen. Ne, mit Unigost rede ich nicht. Obwohl, weißt du was? Unigost, du Arschloch, hier. Ciao. Steuern bezahlt. Und jetzt? Unigost, Arschloch, komm her. Zeig mal. Her, kauf meine nutzlosen Federn. Danke. So. 4.300 haben wir noch. Ab jetzt, Freunde. Ab jetzt werden wir sehr fleißig Samen produzieren. Das ist unsere heilige Mission. Wir werden alles dafür tun. Die Samenproduktion ist jetzt unsere oberste Priorität. Egal, was es kostet. Egal, was es uns abverlangt. Wir werden alles geben, um den besten Samen und möglichst viel zu produzieren. Das ist mein Versprechen. Erstmal schön Lachs schnabulieren. Was? Was? Das war aber unabhängig vom Thema jetzt, ne? Und ich hörte... Ich hörte in der großen Stadt. Dort nehmen sie jeden Samen. Oder Austern essen. Wir haben nur Lachs, wir haben keine Austern. Oder schönes Eieramulett, aber die Hühner machen jetzt Federn. So, wie sieht's aus? Noch nicht fertig mit dem Knüppeln hier? Macht mal schneller. Ich war schon in der Stadt, hab schon verkauft. Leute, Leute, was ist das denn hier? Das halbe Feld. Oh, Junge. So. Aber die kriegen das gut hin, ne? Also, die werden, glaube ich, morgen fertig sein mit allem. Zu dritt klappt das super und anschließend gehen die wieder schön Schweinescheiße schaufeln. Das ist doch gut, oder? Wie soll ich das nur meinem Freund erklären, wenn er das hört? Jen, wiederhole es genau mit diesen Worten und ich schwöre dir, er wird begeistert sein. Begeistert. Und dann wird er zu dir sagen, Schatz oder Hase, ich weiß nicht, wie ihr anspricht. Ach, das ist einfach. Lass uns im Frühjahr Flachs anbauen. Das wird er dir entgegnen. Und Samen klöppeln, genau. Erst den Flachs anbauen und dann wird ordentlich Samen geklöppelt. Genau so ist es. Da wird er ordentlich einer rausgedroschen. Bis da nichts mehr geht. So. So. Aber vor das Vergnügen. Danke für die Beziehungstipps. Hey, das gibt's hier alles gratis. Ist kein Problem. Bist auf dem richtigen Channel dafür. Guck mal, wie glücklich die Leute wirken. Mit ihrem gezwungenen Lächeln hier immer am Stream. Er will, dass wir lachen. So. Oh, schön. In welchem Jahr bist du mittlerweile? Wir sind noch nicht so weit. Wir haben nicht so oft gespielt. Oh, die Hühner. Warum sind die so laut? Ich meine, Hühner sind laut, aber warum ist sie denn hier so? So. Die haben echt neue Geräusche alle, ne? Hier. Kam auch mit dem Patch. So. Mädels alle fleißig. Sehr gut. Hat die Sau gerade Kacker gemacht? Das machen die hier so. Das ist normal. Wir brauchen ja den Dünger für die Felder. Okay.
Ist das normal? Okay, das ist normal. Ganz kurze Frage. Mit dem Geld. 4300, das reicht noch nicht für ein Pferd, ne? Können Pferde sich auch vermehren? Eigentlich? Ja. Also sollte ich mal... Wie viel kostet denn so ein Fohlen? Ein Pferd bestimmt nicht. Doch, klar, das kann sich selbst befruchten wie eine Schnecke. Klar, Pferde bauen Flachs an und produzieren Samen. Boah, Jen, du bist so eine Sau, ne? Also selten so eine Sau erlebt. So. Jedenfalls... Was wollte ich sagen? Wie viel kostet ein Fohlen? 7000 für ein Fohlen! Ist das ein Bugatti oder was? Mustang. Wahrscheinlich Elektropferde. Okay, können wir uns also nicht mal ein... Spiderschwein, Spiderschwein. Macht, was immer ein Spiderschwein kann. Okay, ich muss es tun. Was ist denn das hier im Hals? Oh, ist gechippt. Hat sich impfen lassen. Ist gechippt. Okay, da will ich nicht gucken. Warum? Das muss so. Ist das normal bei Schweinen? Kennt ihr euch da aus? So, jetzt kommen noch die neuen Samen drauf. Holy shit, das dauert alles. Ist normal. Okay, alles klar. Okay, dann ist gut. Das kommt vom Rauchen. Okay. Ich glaube, er hat's hochgeschmissen. Ich glaube, der ist hochgeschmissen. Okay, dauert doch schon ganz schön lange, ne? Ist aber erst der erste Tag, aber trotzdem. So, ich fühle mich übrigens relativ lustig. Nutzlos. Ich fühle mich relativ nutzlos aktuell. Wir haben echt viel gebaut, aber jetzt läuft es wieder rund. Wir haben Werkzeugproduktion. Ich check mal kurz, was die Werkzeuge angeht. Kannst vielleicht eins der Tiere verkaufen. Guck ich bald. Okay, wir haben eine Spitzhacke dazu bekommen. Schuhschere machen wir noch gar nicht. Eisen haben wir 14. Die müssen wir auch verkaufen. Steinäxte haben wir jetzt 6. Das waren vorher auch 6, ne? Wir müssen das noch ein bisschen balancen, dass das irgendwie alles läuft. Schuhscheren bräuchten wir eigentlich auch noch in der Produktion. Steinmesser, wir haben einen Jäger, müsste aber, glaube ich, reichen, oder? So, The Killer, Dankeschön, The Killer. Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. Merci, merci. Ich glaube, bin aber nicht sicher, dass eine Axt 2 Jahreszeiten hält. Ich habe von einer gehört. Aber ich bin mir auch nicht so sicher. Aber wir haben 2 Schmiede. Wir haben ein sehr strenges Programm. Genug Samen zum Ausbringen haben wir auf jeden Fall. Ja, ja, also, wenn wir was haben, dann Samen. Da ist ja Überschuss. Austrian, huch! Austrian ASMR, vielen Dank! Dankeschön, Dankeschön, hallo, herzlich willkommen! Wo kommt das denn nochmal her? 225 neue Samen. Was? Hallo, hallo, herzlich willkommen! Wir spielen gerade ein Menü, wo man oft im... wir spielen gerade ein Menü. Das fasst es im Grunde genommen zusammen. Wir spielen gerade ein Menü. Das trifft es in etwa. Die Meldung ist aktuell, ne? Die kam jetzt nicht verspätet, oder? Jetzt musst du was bieten für die ASMRler. Hallo. Herzlich willkommen. Wie macht man denn? Ich bin da... Ist leider kein Keks mehr drin. Warte.
Getränk ist auch leer. Media Party. Mach dich halt lustig. Ich weiß nicht, wie ASMR geht. Ich mach mich doch nicht lustig. Ich versuche, irgendwelche Geräusche zu machen. Die einzigen Geräusche, die ich kann, die kommen mir aus dem Hals. Und da sind Worte enthalten. Habe ich mir das gerade eingebildet? Was war das denn? Mikrofon kratzen. Oh, warte. Ich glaube, dem Mikro gefällt's. Es hat geantwortet gerade. ASMR zum Samen produzieren. Ich glaube, das ist der falsche Channel. Was ist denn? Oh, oh, wie süß! Nee, du nicht. Aber nee, ernsthaft, guck mal. Ist das diese 69, von dem alle reden? Wie süß das einfach ist. Wie süß die da liegen. Ich glaube, morgen haben wir 7 Schweine mehr. Oh, das ist weiblich. Das sind 2... Die sind ja beide weiblich. Das ist der Content, für den ihr hier seid. Und... Kommst du nicht hin? Okay. Okay. Hier ist einfach alles enthalten. Hier ist alles enthalten, das volle Programm. Das volle Programm. Guck mal, sogar hier schnüffeln am Fuß. Ja, wer kennt's aus den Benachrichtigungen? Schnüffeln hier mit Fußbenachrichtigungen und so. Hier, direkt alles drin. Da kann sich wirklich niemand beschweren. Ist einfach... So. Ja gut, hier ist nicht so Action. Das kommt später noch. Oh, der Hühnerstall ist ja komplett neu gemacht. Drei Hähne? Okay, ich muss 2 verkaufen, ne? Hähne legen keine Eier? Ist doch mal so. Ein Hahn und den Rest Hennen. Und Kükis natürlich auch, oder? Ist doch, oder? Denke ich da gerade falsch. Kükenmännchen? Ist das Küken? Oh, wir haben nur 1 Küken gerade. Da kükst du. Eier hart oder weich gekocht, ist mir egal. Hauptsache, das ist mir ganz egal. So. Sissy den Wolf. Hauptsache Gesalz. So, Hauptsache Gesalz. Ein Hahnressweibchen. Okay, habe ich. Also auch in-game. Okay, habe ich richtig gedacht. Dann. Der Rest kommt zu MacMedieval. Jetzt die Frage: Management. Ja, ganz kurz mal gucken bei den Hühnern. Henne, Henne, Henne. Hahn, Hahn, Hahn. Alter 0,5. Ja, das tut mir leid. Du bist raus. Das da unten ist ein Küken. Die kosten immer 175. Also, soll ich die verkaufen oder soll ich die behalten wegen, ich meine, wir sammeln momentan nur Federn, keine Eier. Ich glaube, für Federn kann ich die behalten, ne? Aber die Kikerikien halt immer. Sind nur die Männer, weil die sie halt, ne? Du kennst ja die Männer so. Ey, zeig mal, dass du Eier hast. Kikeriki, Junge, Kikeriki. Kennst du ja. Ich lasse sie erstmal. Wir sammeln ja nur Federn gerade. Du hast doch Tiernahrung, oder? Also gibt's auch Eier. Ja, aber nur von Hennen. Nicht von Hühnern. So, Knork Prime. Dankeschön, Knork Prime. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist gut und schlecht, oder? So, auf jeden Fall, Eier bringen halt richtig Geld. Moment, ich dachte, Federn bringen richtig Geld. Was soll ich jetzt noch glauben? Woran soll ich jetzt noch glauben? Federn oder Eier? Eier bringen mehr?
Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal ganz kurz. Ich guck mal kurz. Ach, die Eier sind drüben, ne? Ach, die Federn habe ich alle verkauft. Keine neuen mehr? Doch, hier, Feder. Schon wieder 118. Wir haben gerade alle verkauft. Schon wieder 118. Federn lohnen sich mehr wegen dem Mengenverhältnis, das du in derselben Zeit bekommst. Ja, dann machen wir Federn. 118 Federn schon wieder am Start. Sehr geil. Also ganz ehrlich, da bin ich drin. Da bin ich voll dabei. Ganz kurz, müssen wir dreschen oder irgendwas? Nee, ne? Mach beides. Ich brauche keine Eier. So, warte. Ach ja, die haben ja gerade geerntet, ne? Okay, jetzt. Gewerk. Es wird wieder Zeit. Eine traditionelle Runde. Mindestens drei Leute stellen sich vor, sie würden da gerade liegen. Was? Oh ja, wir haben ja ein bisschen Durst, das stimmt. So, das kann ja nicht lange dauern. Das will ich auch. Schön. Schön ausgedrescht werden. Ausgedroschen? Ausgedroschen. Fällt mir ein, ich muss mich mal wieder bei meinem Vater melden. Okay, ja, das verstehe ich. Das verstehe ich, aber es klingt im Zusammenhang falsch. Ich verstehe es schon. So. Wir unterstützen gerade unsere Arbeiter. Doch, der Roggen kriegt richtig aufs Maul bei uns. Der kriegt richtig aufs Maul. So. Wurde das früher echt so gemacht? Ich glaube ja. Da wurde das Korn quasi aus den Halmen geholt, quasi gedroschen. Und dann ausgetrennt. Ich weiß aber nicht genau, ich glaube mit so einem Sieb ausgeschüttelt dann, glaube ich. Damit das Korn durchfällt und die Halme waren dann quasi Stroh. Ich bin sicher, das wurde ziemlich schnell automatisiert. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel eine Windmühle oder ein Wasserrad oder so sowas sehr schnell beschleunigen könnte. Nicht vergessen. Ja, RL auch. Ich hab leider nichts zu trinken mehr da. Ich hab nichts zu trinken mehr da. Ich hab nur leider einen Becher mitgenommen. Yeah. So, Mango Schmaus. Lieber Mango Schmaus, Dankeschön, Dankeschön. Jetzt, wo der Premium-Content kommt, wa? Dankeschön, Dankeschön. Ach ja, das ist noch Content, Leute. Soll ich mir mal kurz was zu trinken holen? Oh, ich sehe gerade, Ingame verdurst sich auch, aber das halte ich noch ein bisschen aus, ne? Aber ich glaube, ich hole mir mal Outgame was zu trinken, ja? Wäre das okay, wenn ich mal ganz kurz hier durchprügeln lasse und ich mal schnell was zu trinken? Alles klar, ich bin so wieder da. Nutzt die Gelegenheit, geht pinkeln, oder ich habe was zu trinken. Ich hoffe, ich sterbe in-game nicht, aber meine Frau, meine liebende Frau wird mich heilen. Ich bin gleich wieder da, Moment. Thank you.
So, das eine geht raus, das andere geht rein. Der Stuhl hat es echt gut gemacht mit dem Flachs, ne? Mit dem Roggen hat er richtig gut gemacht. Guter Stuhl. Beste Stuhl EU West. So, wir brauchen Stuhlmerch. Kauft doch mal einen Stuhl. Hä? Oh ja, die Musik Dragon Age. Origins, das beste Dragon Age, das es jemals immer gegeben haben werden wird. So, habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas verpasst? Hat Stuhl alles geregelt? Ich gehe mal was trinken. Der Charakter stirbt gerade. Vor Begeisterung einfach, vor Begeisterung. So. Stuhl hat schon 10.000 Roggen gemacht. Aber wo sind denn die? Hat er schon heimlich verkauft? Er hat uns ein Geheimnis verraten. Was denn? Was hat denn der für ein Geheimnis verraten? Stuhl ist schon König bei einem Safe Game. So. Er hat wieder geladen. Er will dich ja nicht vorführen. Boah, Stuhl ist Beste einfach. Stuhl ist Beste. So, was machen wir denn jetzt hier? Das Stroh hau ich mal zurück. Oh, die Musik, ne? Oh, das sind. Oh. Die Fields einfach. Reit in die Fields. Okay, ne? Sturmix, dankeschön, Sturmix. Vielen Dank, dankeschön, dankeschön. Merci, merci. So, das Stroh macht froh, das hau ich da rein. Flachshalme haben wir ja auch noch, die müssten eigentlich rüber, ne? Der Dreschflegel wurde in Deutschland erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts und ganz erst 50er bis 60er durch Maschinen abgelöst. 50er bis 60er? Aber Mühlstein und so gab es doch auch viel früher. Warum nicht den Dreschflegel so automatisieren? Hat mein Opa noch von Hand gemacht? Meine Oma hat den auch benutzt? Mein Vater hat damit noch gearbeitet? Was? Claire Grizzly, dankeschön, Claire Grizzly. Vielen, vielen Dank, dankeschön, dankeschön. Enchantment? Ach, so schön. Ach, krass, okay. Die erste mechanische Dreschmaschine gab es ca. 1800. Was ist für ein Becher? Hier. Twitch-Becher. Arbeitskräfte waren billig. Ach, vielleicht deswegen, aber... Okay. Dresche bekomme ich heute noch, ich benutze ihn heute noch. Alles klar, ich glaube, ihr wohnt zusammen. Mühlstein ist was anderes, gab nichts, was... so gut das Korn rausgelöst hat. Aber theoretisch hätte man, eben wie bei der Mühlenbewegung, doch theoretisch so eine Feder aufladen können, bis zu einem gewissen Spannungsgrad und dann drescht es einmal los. Und dann wieder aufladen bis zum Spannungsgrad, drescht wieder los. Da es eh automatisch läuft, ist ja egal. Theoretisch, ne? Oh, lieber Sturm, nochmal vielen Dank. Nochmal vielen Dank. Ich lese das gerade. Vielen, vielen Dank. Okay, ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben nicht so viel zu tun, ne? Wir lassen die Einwohner machen. Dann triffst du aber immer nur dieselbe Stelle. Dann kannst du aber da unten auch noch einen Drehstein machen. Würde theoretisch auch gehen. Oder so eine Drehpfanne quasi in der Art, damit das nicht rausfliegt.